Die dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Das Ligafinale, aber Lieberknecht wollte mehr, wollte in die Relegation. Ein Sieg mit dem MSV gegen Unterhaching und die Hoffnung, dass Ingolstadt und Rostock patzt. Sie war noch groß vor diesem Spiel. Aber Haching kam gut in die Partie. Vierte Minute, Moritz Heinrich will flanken und dann macht's Knall. Der Ball fällt auf die Latte. Bisschen Glück für Heinrich, aber auch für Leo Weinkauf im Tor des MSV. Wenige Minuten später, Ecke Stoppelkamp. Ball ist im Tor, aber Schiedsrichter Florian Heft hat dann Foul gesehen vom Franzosen Yassine Ben Balla. Kleine Berührung, aber konsequent vom Schiedsrichter. Treffer zählte nicht. Wäre natürlich ein super Start gewesen für den MSV. Und was Gutes fürs Nervenkostüm von Thorsten Lieberknecht. Wir gehen schon weit rein in die erste Hälfte. 32. Spielminute. Christoph Greger, der Kapitän der Unterhachinger, mit diesem Foul an Ahmet Engin, sieht eine dunkelgelbe Karte, seine 9. insgesamt in dieser Saison. Engin konnte weitermachen und machte auch sensationell gut weiter. Aber erstmal Stoppelkamp, der Kapitän mit der Chance. Sinan Kavena heute Startelfdebüt nochmal nachgesetzt. Nico Mantel, der Torhüter der Hachinger, parierte da gut. Das hätte durchaus ein Treffer verdient gehabt. Technisch war das oberste Schublade. Die Nachspielzeit der ersten 45 Minuten angebrochen. Duisburg wurde besser im Laufe der ersten Halbzeit und ging dann auch konsequenterweise in Führung. Große Effizienz hier von Ahmet Engin, gefeiert mit Torwarttrainer Sven Beukert. Klasse vorgelegt von Kavena und das erste Tor von Engin. Freut natürlich Lieberknecht. MSV stand jetzt zur Halbzeit in der Relegation, weil Ingolstadt und Rostock jeweils nicht führten und machten weiter. 54. Minute, schön abgelegt von Engin auf Sinan Kavena. Drin das Ding. Gerade also getroffen, jetzt vorbereitet. Der 21-jährige Startelf-Debütant machte insgesamt ein klasse Spiel und war hier eiskalt. Grilic schaute, musste aber schnell ernüchternd wieder das Handy weglegen. Es reichte aktuell nicht, weil Ingolstadt in Führung gegangen ist. Beeindruckte seine Zebras aber überhaupt nicht. Wieder Engin, dieser klasse Ahmet Engin auf den gerade eingewechselten Peter Sliskovic. An 3 Treffern beteiligt Ahmet Engin und Sliskovic, der alte Goalgetter, lässt den natürlich nicht liegen. Und dann der Schlusspunkt vom Kapitän Moritz Stoppelkamp. 72. Minute, ein wunderschönes Tor. Direkter Freistoß, kennt man in den letzten Wochen sonst nur von Viktoria Kölns. Mike Wunderlich. 4:0. Der MSV hat seine Hausaufgaben hervorragend gemacht, vor allen Dingen in den zweiten 45 Minuten. Es half aber alles nicht. Der FCI machte nicht mit, Rostock auch nicht. Der Aufstieg, die Chancen auf die Relegation waren dann verspielt. Bin voller Stolz. Voller Stolz auf meine Truppe, die mit 8 Mann vor langer, langer Zeit angefangen hat. Kann mich erinnern ans erste Training, war kein Torhüter da. Und wir haben 4 gegen 4 auf 4 kleine Tore gespielt. Und das ist der Weg, den wir gegangen sind. Haben viele Rückschläge einstecken müssen und hatten trotzdem, denke ich, hier für viel Freude gesorgt mit unserer Art und Weise, wie wir die Spiele gewonnen haben. Ich kann nur sagen, MSV wird aufstehen, werden nächstes Jahr wieder angreifen und da ziehen wir jetzt die Motivation raus, weil man hat auch in der Vergangenheit bei größeren Vereinen gesehen, die einen Misserfolg erlebt haben, die dann aufgestanden sind und dann wieder den größtmöglichen Erfolg gehabt haben und deswegen bin ich voller Vorfreude schon für die neue Saison, muss ich ehrlich sagen. Dann in Liga 3, 20 Spieltage insgesamt auf Platz 1, am Ende Rang 5. Und deswegen heißt es auf Wiedersehen, MSV Duisburg. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.